Ja nicht, wo du, von wo du kommst. Mit was denn? Ja. Von wo? Du hast eine Karte oben, ne? Ah, oben rechts eine Karte, ja. Genau. Du kannst. Ah, da. Ah, jetzt. Ja, da bist du ja. Ich sehe dich auf der Karte. Oh je, ganzer Marsch der Welt. Ich laufe dir mal entgegen. Nee, warte mal. Hier ist eigentlich gar nicht so gut. Okay. Hier ist eher gut zum Sterben. Was ist denn das für ein Viech? Sind ja Raubtiere, Raubkatzen oder so. Ja, manche fressen dich. Ja, die sehen so aus. Sehen so komisch. Luchsmäßig, Puma. Wo so gepunktet ist, er Gepard. Ah, da unten bist du. Irgendwo musst du. Könnte so unten sein. Da unten. Ha, ich sehe dich. Ich ertrinke, ich ertrinke. Ist übel hier oben. Verdurstest du schon nicht. Das ist schon mal gut. So, ich bin oben. Oh, das ist schon. Warst du auch hier? So. Alles nichts? Okay. So, ich bring dir ein bisschen was mit zum Essen schon mal. Hops. Hops, hops. Hallo. Warte, ich bring dir was mit hier. Guck mal hier, die kannst du mitnehmen. So. Hi, Spike. Servus. Hi. Alles fit im Schritt. Ja, klar, immer. So. Super, prima. Dann komm mal langsam. Achso, du hast doch gar nichts am Start, ne? Nee, ich bin ganz frisch. Jungfräulich. Ja. Soll ich dir ein paar Blumen pflücken? Ach, das ist zwar lieb, aber. Nee. Un momento, por favor. Ich bin gerade etwas verwirrt. Doch, Holz sammeln geht, gut. Ja. Kannst alles mehr kurz mitnehmen. Gerade als die Blume pflücken wollte. Kannst ja alles hier mitnehmen. Aua, aua, aua! Oh. Er schlägt dich mit seiner Axt. Nee, würde ich nie tun. So, guck mal hier. Wow. So, wo basteln wir denn? Hier fliegt was weg, ne? Hier fliegen die Blätter. Fliegt hier irgendwo was weg? Nee, ne? Ne? Okay, es gibt eine üble Sache. Das sind manchmal solche schwebenden Kugeln, die einfach in der Luft schweben. Okay. Die ziehen im Prinzip die ganze um. Da wurde sie klein. Die ziehen die ganze Umwelt ein. Okay. Schwarze Löcher oder was? Sowas in der Art kannst du sagen. Fliegen schwarze Löcher. Da kommen wir nicht hoch. Da musst du ein bisschen aufpassen, weil da stirbst du einfach. Und da sind auch deine ganzen Sachen weg, die du im Inventar hast und sowas. Okay. Ansonsten. Das ist der komische rosa Baum, den wollte ich von übrigens. Da konnte ich nichts ernten. Ja, ernten kann man da ein bisschen schlecht. Du kriegst Säpplinge mit einer Schere. Kannst du Säpplinge nehmen? Nein, ich wollte keine Setzlinge, ich wollte das Holz haben. Ach so. Aber der ist sofort wieder nachgewachsen, beziehungsweise ich habe nichts im Inventar. Das ist komisch. Ja, fand ich auch. Genau wie die Blume vorhin. Die kann ich einschnappen, gut. So, hier drüben, wir besuchen mal ganz kurz die Samira. Uah. Das hat weh. Abi Guide. Ja, ein bisschen. Klopf, klopf. Hall. Naja. So, hier wohnt Samira. Die steht da. Hall. Ach doch, sie bewegt sich. Hi. Also mit T kannst du schreiben übrigens, ne? Ja, wir können auch quatschen. Ja, sie ist noch nicht im Discord. Discord. Na, ihr? Also, wie gesagt, sie wohnt hier oben. Ah ja. Hui. Und guck mal das Ding hier an, was du hier siehst, so, ne? In der Luft. Das komische Wöpsel da, ne? Gerade hier so. Luft?
Hier vorne, hier. So durchsichtig, ne? Springbrunnen, nein. Das, was hier so in Luft hängt. Vor dir. Hallihallo. Hallo. Vor mir hängt, ach, da! Ja. Genau. Das kannst du mit einer Lupe vom Towncraft, kannst du das Ding erlernen. Ah ja. Das muss man erstmal finden. Ja, mit der Lupe findest du sie besser. Die leuchten ja besser. Ja, sie kann übrigens reden. Da hinten, also das ist Samira. Die ist mit auf dem Server. Ja. Das ist ja Spike. Ich glaube, ihr kennt euch irgendwie. Habt ihr schon mal gehört. Genau. So, hier auf der großen Fläche haben wir gedacht, so bauen wir ein bisschen, jetzt aufhört zu regnen. Ja, so ein kleines Dörfchen hin. So schön gemütlich einfach. Wo wir auch miteinander helfen können. Da drüben wohnt schon jemand. Das sind die Eingeborenen. Ah, ja, gut. Da muss ich gleich mal plündern gehen. Und daneben. Da vorne, genau, und da vorne, was du da siehst, das Haus. Da baue ich mit meiner Frau gerade. Ah, ja. Ich kann dir aber gleich ein bisschen was geben, weil du hast ja nichts, ne? Du hast das so leer. Bist ja noch nicht. Das meiste ist, wenn ich Minecraft starte, ich gehe erstmal zu den Eingeborenen und plündern. Oh. Also, wie gesagt, diese Beeren kannst du mit rechts ernten. Die habe ich dir schon geerntet, die kriegst du mal. Hier sagst du 16 Stück hinter dir. Die kannst du, wenn du ins Handwerk reinpackst, kannst du Samen rausholen. Okay. Und die kannst du einpflanzen. Hier hast du nochmal welche. Also von Ernährung her ist es relativ easy, sowas zu machen. Gut. Ja, wie gesagt, hier wohne ich mit meiner Frau ein bisschen. Ich habe schon ein bisschen was gebaut. Hinten ist das Feld. Du kannst mit dem Komposter kannst du viele Sachen reinschmeißen und kannst solche Komposter. Beete machen. Na, kannst solche Beete erstellen. Ah ja. Wo du auch drauf rumhüpfen kannst, hier, die gehen nicht kaputt dadurch. Na, kann man sich auch ein bisschen bedienen hier, wenn man was braucht. Super. Ja, ja, denke mir. Laufen genug Schweine rum, oder? Boah, Esel da drüben. Ich bin gerade über ein Schwein gestolpert. Ach so. Ja, das ist normal. Ja, wie gesagt. Auch. Hier wohne ich. Pass mal auf, ich mach dir mal ganz kurz was. Dein Dach sieht ein bisschen scheiße aus, wenn ich das mal so sagen darf. Ich hab noch nicht mal ein Dach drauf. Ja. Merkst du was? Ja. Das kommt bei dem Wetter, du, ey. Bist doch verrückt. Ach, nur die Harten kommen in den Garten, weißt du doch. Ja, bist du härter, wirst du Gärtner, ich weiß. Ach, du stehst neben mir. Ja, sorry, ich musste mir gerade noch ein Weinchen eingießen. Ah. Diese Sachen hier, die ich dir rübergeschmissen habe hier. Bodengarten, Stängelgarten, Bärengarten. Da gibt's noch Kräutergarten, Salatgarten. Wenn du die draußen hinpflanzt. Und. Hey, Silvester! Yeah, groß Neues! Ja, ich muss das gerade alles mal hochschubsen. Ja, es wird immer dunkel. Schubs. Immer schubs ruhig. Ja, ich hab schon geschubst. Ach so. Pass mal auf. Guck mal hier. Da liegt was. Ah. Da kannst du dich schon ein bisschen fortpflanzen. Fortpflanzen, ja. Da hast du was hier. Ein Schwert auch noch. Ah, Glückwunsch, Black Moon. Joa, das ist ein Erfolg. Joa, ich habe immer Erfolge. Und hier noch was. So. Spaten zum Umgraben, super. Genau. dann noch hier noch was hier. So. So. Und hier. So, damit kannst du auch, wie gesagt, die Tiere ein bisschen abgraben.
Shears, was ist das? Eine Schere. Ah, das ist die Schere. Genau, und damit kannst du, wie gesagt, die Schafe und sowas vom Fell befreien und kannst sie auch ein Bett machen. Weil ein Bett ist eigentlich wichtig, damit du, wenn du sterben solltest, dort wieder gespawnt wirst. Ja. Es gibt... Jetzt haben wir so lange gequatscht, jetzt ist es schon wieder dunkel. Heiland, zack nochmal. Ja, das geht schnell. Es gibt gewisse Menschen, die hier rumlaufen. Tagsüber. Gewisse die, Menschen. Genau. Nachts über laufen sie auch rum. Du sollst ein bisschen aufpassen. Die reden einfach. Wenn die schreien, dass sie das wehtun und sowas, das sind Werwölfe. Da sollst du die Beine in die Hand nehmen und rennen. Okay. Weil und die kriegst. Werwölfe. Ja, die kriegst du nur mit dem Goldschwert nieder. Das sind auch ganz böse, so nachts rumfliegende Bälle. Da kriegst du einen Schock. Ja, so ein Stromschlag so. Ja. Auch noch. Ja. Also tagsüber sind die friedlich, aber nachts sind die nicht friedlich. Okay. Guck mal, hier steht zum Beispiel was. Wenn du die jetzt komplett haben willst, musst du Rechtsklick machen. Dann kriegst du die komplett. Wenn du Linksklick drauf machst, dann kriegst du die ganzen Ernte davon. Da sind manchmal 3, 4 Sachen drin. Ah ja. Und daraus kannst du wieder dir im Prinzip alles Mögliche craften. Ah, jetzt kommen die Monster. Ja. da drüben in diesem komischen Baumhaus, da haust momentan der Lipfel rum. Ja? Der Lipfel, Philipp. Ach, Philipp. Da in dem Baumhaus. Ah ja. Da wohnt eine Hexe und ja, er wohnt mit drinne. Die okay. Machen sich's gemütlich drinne. Soll man ein bisschen aufpassen. Nee, ansonsten, wie gesagt, man kann hier ist ein schöner Flusslauf halt, ne? Und da habe ich gedacht, komm. Man kann auch Spaß mit der Hexe haben, ja. Auf jeden Fall. Gut. Die hat doch so eine Warze auf dem Kopf. Pff, du, jeder Mensch hat andere Vorlieben, oder? Ja, guck mal, da liegt was. Was Rotes. Ja, also, wie gesagt, ich habe mir einfach gedacht, dass man hier vielleicht irgendwie ein bisschen anfängt zu bauen, weißt du, so einen Flusslauf. Man kann ja auch noch so eine Windmühle bauen, die dann Korn zermahlt zum Mehl und eine Schmiede und alles. Und wie gesagt, hier kann man bauen, tun und lassen, was man möchte. Es soll halt nur schön aussehen. Jawohl, Chef. Und Geschichten, die baue ich schon noch ein. Da lasse ich mir schon einiges einfallen, dass es hier geschichtenreich wird. Ansonsten, das sind schon ein paar Ideen. Ja, sind schon ein paar Ideen. Die... Ja, schön. Achso, hier, wo bist du denn wieder? Ah, du bist im Haus drin. Ich bin gerade am Ausschau halten, nach einem Platz, wo ich mich niederlasse. Komm mal ganz kurz mal hier rüber, ja? Ja, ich bin noch schon unterwegs. Guck mal, was hier unten noch liegt. Irgendwas rundes, dickes. Das ist Kürbisgarten. Die kannst du auch einpflanzen. Also, so einfach wieder hinpflanzen, wie sie sind, und dann einfach Linksklick drauf machen. Dann hast du die ganze Ernte von denen. Würde ich aber erst machen, wenn du Platz hast, weil es gibt reichlich. Okay. Also, gönn dir reichlich. Ich habe jetzt gar nicht mit dem Bambus gar nicht richtig gesteckt. Ich dachte, ich muss hier erst in ganz dünn machen. Und dann erst in Kompost machen, so wie die Bäume, weißt du? Ach so. Und ich kann mir einfach so hier reintun in Kompost. Die kannst du einfach so reintun, ja. Ja, anders ging das gar nicht. So, geht doch gar nicht. Das ist auch das Beste, um Kompost herzustellen. Mhm. Ja. Das geht ratzfatz, ja. Den, so schnell, das ist Hammer. Muss noch viel lernen. Auf jeden Fall. Aber wie gesagt, vom Craften her kann man so viel machen. Bis hin vom Atomreaktor etc. Auch noch. Ja, also, aber das möchte ich ganz gern mit euch zusammen machen, aber ja, wenn es geht, unterirdisch. So, dass man das nicht echt sieht, dass hier ein riesen Atombunker steht. Nicht? Ich weiß nicht. Du stellst dich wieder an, ey. Also ich meine, Wasser haben wir hier reichlich. Den Flusslauf, den können wir ein bisschen ändern. So, dass wir den Strom nehmen können davon, für Strom und sowas. Ja.
Ein bisschen wenig Bäume in der Nähe, ne? Ja, aber dafür sorge ich gleich. Ich habe ein paar Setzlinge da, die werde ich hinsetzen. Deswegen auch Setzlinge. Ich möchte nur gucken, wo ihr euch niederlassen möchtet. Weil mit der Schere, wie gesagt, kriegt ihr die... Blätter. Ja, ich höre dich. Und... Ja, dann passt das ja. Dann kriegt ihr auch Setzlinge raus. Und mit den Setzlingen könnt ihr dann halt wieder neu pflanzen und sowas. Naja. Den Weg will ich auch noch weiterlegen, hier durch die Stadt durch dann. Mit einem Wirtshaus vielleicht noch bauen irgendwann. Eine kleine Kirche. Kirche. Eine Kirche. Was willst du mit der Kirche? Geld eintreiben? Ah! Ja, was hat das Ding sonst für einen Sinn, ne? Hallo Esel, kann man nicht essen? Oh. Hol mal kurz eine Wasserrohrzange. Hol mal eine Wasserrohrzange, aber nicht zu doll drücken, Herr Heuler. Das kriegst du nicht auf. Nee? Nee, hol eine Wasserrohrzange. Zunge. Oh je, verschluckt? Ja, nee, Frau, ein bisschen krank. Ein bisschen krank. Oh, gute Besserung für dich mal. Da kommt ja, hier gerade rein. Ah, hier ist das Licht. Spike? Ah, wo bist du? Da bist du? Ja, ich seh's. Du siehst es? Ich sehe das Licht. Das gibt so ein bisschen Strom ab. Okay. Dann gibt's noch so andere Monster. Die sind so ein bisschen so... Soll ich dir helfen? Soll ich dir das helfen? Nicht, dass du es knirsch machst. Ja, deswegen, komm mal lieber her hier. Lass mal Opa ran. Ah. Wird schon wieder hell. Ah, ist schon auf? Nee. Hallo, was auch immer. So, danke dir. Mhm. Ja. Mache ich noch. So, also wie gesagt, Holz hole ich gleich. Und mit der Schere, wie gesagt, kannst du die Blätter wegnehmen. Die kannst du auch aufsammeln. Die Blätter kannst du im Kompost reinsetzen. Kompost. Ich habe keinen Kompost. Ich habe noch nicht mein Haus. Was hast du dann? Na, oh, am... Glückwunsch! Ich hab Holz gesammelt. Juhu! Oh, schick. Ein großer Mülleimer. Guck mal hier. Hast du einen kleinen Mülleimer hier? Hast du einen kleinen Mülleimer? Mhm. Lara, halt die Fresse. Ich hab jetzt echt keinen Nerv. Dann hast du ein bisschen was. Ja, dann gehe ich mal ein bisschen Holz sammeln und dann gucke ich mal, wo ich mich eingrabe. Ja, das erst ein bisschen. Also wie gesagt, ich hole noch was her. Ich wollte nicht einfach random irgendwelche Bäume pflanzen. Aber das kriegen wir. Das Schwarze hier ist übrigens Öl. Da können wir irgendwann eine schöne Ölquelle draus machen. Auch noch? Ja, natürlich. Das muss ja alles... Nichts, was es nicht gibt, oder? Nein. Zeugen Jehovas gibt's auch hier am Start. Ja, wahrscheinlich. Ja, die gibt's auch. Das sind hier solche komischen Anhänger, die hängen an so einem Tempel immer rum. Okay. Was habe ich denn alles hier? Ah, habe ich alles. Oh, wegschmeiß. Ich habe alles da. Was bist du? Blue Slime. Aua. Der ist aber nicht nett. Nee, der ist böse, ein bisschen. Muss mal gucken, ob ich für dich irgendwie... Ja, das Licht kommt zu mir. Ah, das ist ein Bienennest, hä? Ja, da kriegst du schön Honig raus. Aua! Hast du einen fahren lassen? Irgendwann...
So ähnlich kommt es mir auch gerade vor. Oh, ganz viele Kühe und Schweine. Hallo Schwein, merkst du bestimmt. Schnitzel, super. Hey, sag mal, was geht denn hier ab? Ja, am helllichten Tag laufen die scheiß Monster rum, oder was? Ja, das sind noch ein paar. Ja, kann ich jetzt mal in Ruhe Holz sammeln, oder muss mir näher dauernd ans Bein pissen? Die Ding? Achso, das war er. Also, da kommt jemand. Oh, tot ist er. Ja, das ach, klingt ja sehr geschehen. Hi. Das ist ein bisschen viele Monster hier. Ja, das ist dein Server, du bist schuld. Ich? Was? Will ich was tun? Ich komme nicht hoch, bin zu klein. Ja. Komm mal ganz kurz mit, hier drüben kannst du dir ein bisschen Fell holen. Mit einer Schere, mit, dass du Wolle hast fürs Bett. Das muss ich da auch nicht. Schaf. Wie macht man jetzt die Schere? Ich hab keine. Zwei Eisenbahnen, einer links, einer rechts unten. Oder Stein. Steine gehen auch, okay. Und da hinten hast du mal ein Schaf. Ein Stipp und schon erledigt, ist ja super. Siehst du. Da ist noch ein Schaf, ich krieg dich. Geht das auch mit anderen? Also auch Kupfer oder so? Geht das auch? Könnte auch gehen, ja. Immer. Ich hab grad auch was da. Ja, oh, klasse. Gut aus. So, der ist weg. Hi, Spinni. So. Also, hier geht's richtig ab hier. Hast du noch mehr Monster, ja? Natürlich. Natürlich. So muss das sein. Nein. Da ist schon das komische Licht. Ja, ansonsten es gibt viele Gefahren, wo man sich aufpassen muss. Ah, hier ist eine schöne Höhle. So, der hat zum letzten Mal gezischt. Ansonsten, wenn ihr mal was braucht, gemeinsam irgendwie so. Also sprich, Stein oder sonst irgendwas. Dann einfach Bescheid sagen, da kann man ja mal gemeinsam was machen. In der Tour. Wie war das noch mit einer Wurzel?
Oder Moriböck kann man ein Schaf anlocken? Oder war das Schwein? Mit einer Moriböck, ein Schwein, glaube ich, war das. War das nicht ein Pferd? Doch, du kannst auch Sattel bauen und Pferde zähmen und solche Scherze. Ja, aber hier gibt es zwei verschiedene Pferde. Es gibt Wildpferde und es gibt normale Pferde. Ah ja. Aua! 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 Lass mich in Ruhe! Hast du wieder Probleme mit den Nachbarn? Die nerven. Ich muss mir erstmal irgendwo ein Loch graben, wo ich zu Hause bin. Und dann loslegen, ne? Und dann loslegen, langsam aber sicher. Ja. Ja, das haben wir ja auch gemacht. Und ja, wie gesagt. Das läuft. Ich sollte hin und wieder mal was essen. Ich denke nie ans Essen. Wie gesagt, die roten Beeren, die sind erstmal relativ gut. Du kannst natürlich auch ein paar Schweine oder Rinder schlachten. Das geht natürlich auch. Aber die armen Rinder. Wir sind ja alle vegan. Alle sind mal vegan hier drauf. Ich nicht. Was? Heute am Server! Ich bin Carnivore. Achso. Pass mal auf, hier kriegst du was zum Essen hier. Hab's. Danke dir. Och, mit den Wolle. So, ihr bastelt da. Ja, ich werde mich mal irgendwo am Fluss, werde ich mir ein Plätzchen suchen. Mhm. Ich werde mal hier mal ein paar Bäumchen pflanzen. Ah, hier ist was. Husten. Eukalyptus, cool. Ach schön, ich habe Eukalyptus gefunden. Macht er Eu? Er ist gesund zum Schlafen. Das ist gut. Ach so. Oder wie viel wenn man erkältet ist. Mhm. Sehr gut. So. Eieieiei. Ah, geht's richtig ab im Husten. Was? Aluminium auch noch? Oh, da gibt's noch richtig, richtig viel. Ah. Ach, er hat einen Schweinchen Hut auf. Mit Blümchen drin. Ist ja cool. Das könnte ich sein. Ich habe ein paar Bäumchen mal gepflanzt hier. Die werden irgendwann wachsen. Dann kann man die wieder abholzen hier. Also wenn ihr mal irgendwie was braucht oder sowas, immer Bescheid sagen. Ne? Dann kann man helfen. Und mit Soja kannst du sehr viel anstellen. Sojabohnen. Okay. Also dein Tag-Nacht-Rhythmus ist ziemlich kurz. Joa. Meinst du? Ich weiß nicht, ob man die einstellen kann. Weiß ich auch nicht. Musst du wissen. Aber ich stelle mich erstmal in dein Haus, weil ich ganz kurz hoch zu Lara muss. Ja, kannst du zumachen und dann. Ja. Bist du sicher. Hab jetzt gerade keine Lust auf Besuch. Ja. So. Oh. Winter. Oh oh. Alles okay? Ich bin irgendwie in so einem Treibsand oder was auch immer das ist. Komm ich jetzt hier raus? Ich fließe nur da hin.
Oh, wie komme ich denn da jetzt weg? Nee, ich muss mir irgendwie eine Treppe bauen, glaube ich. Sonst komme ich hier aus dem Loch nicht raus. Oh, ich kann nicht mal springen. Wie komme ich hier raus? Ich guck mal, wo du steckst. Komm schon. Da drüben bist du. Ups. Wer bist du? Na, dann sehe ich dich ja leicht, wo du bist. Ja. Komm ich da jetzt raus? Oh. Ah, du bist da drüben. Ich komme mich auch nicht raus. Ah, du bist in dem Schwarzen drin hier, ne? Ja. Ach. Dann lass mich mal gucken, wo du genau bist. Ah, da bist du. Mhm. Warte, nur nicht zu weit, weil es kann sein, dass man schon tief ist, dann... Ja, Zombie, warte. Hey, schneller Mann! Warte, ganz kurz! Was hier los ist? Meinst du, kann mich hier irgendwie rausbuddeln? Ich buddel dich kurz raus. So, kommst du hoch? Nee. Warte. Nicht springen. Geh durch. Huch. Ah! Super. Ja, ah. Oh. Wunderbar, danke schön. Ich würde sagen, das machen wir auch. Ein bisschen Sand haben. So. Und noch scharf habe ich geguckt. Ich habe nämlich auch noch kein Bett. Okay. Das ist übles Zeug hier. Mhm. Das ist auch ein bisschen zugebaut hier. Achtung, ein Zombie hinter dir! Ah, ne, wer zu mir? Ungehört. Bitte. Ah, nochmal einer. Lass ihn mal drücken. Ja. So. Also mit Wolle kann ich, glaube ich, irgendwie helfen. Mhm. Also jetzt, ich könnte jetzt auch keine. Da ist Licht hier oben. So. Ah, da ist er wieder. Da ist er mal. Ja. Schalldämpfer eingebaut. Ich hoffe, es ist Ruhe. Okay. Okay, weg. Ja, da gucken wir mal, dass wir ein paar Schafe herkriegen. So geile Schafe. Eigentlich sollen die überall so ein paar rumschwirren. Ja, ich dachte gerade in der Mitte, wo die ganzen Tiere sind, aber nur Schweine, Hühnchen und Pferde sind da nur und Kühe und... Man kann sich auch ein Hühnerbett machen. Ein Hühnerbett?
Aha. Noch nie ein Hühnerbett gesehen? Federbett. Zum Beispiel, ne? Ein richtig geiles Federbett. Ich habe ein Gehirn. Hey, zwei Stück sogar. Bestimmt meins. Hey, super. Hab ich selber verloren. Wahrscheinlich. Ich höre dich doch. Ich dachte, der Grüß war schön. Schöne Grüße. Ebenso. Grüße. Danke. Ah. So, was haben wir denn hier für Schönes? So, ihr lieben Eingeborenen, habt ihr keine Schmiede? Ah, nee, nur Hier kommt Gerste. Roggen. Lass es rocken! Oder wir lassen es hafern. Zombie. Spargel. Bambussprossen. 1, 2, 3. Oh. Wow, sieht das hübsch aus hier. Seid ihr ja, so ne? weit? Hammer. 2, 3. Wow. Wie gesagt, du kannst mit den Zimmermannsblöcken. Kannst du diese Schräge bauen? Zum Schräg hier hochlaufen. Und du kannst die Wände so verkleinern. Mit den Zimmermannsblöcken. Dass du halt so kleine Blöcke hast. So halbe. Okay. Wow. Du kannst dann auch mit dem Hammer hingehen. Und kannst sagen, du änderst die Tür um. Ui. Wow. Da gibt's ganz viele Möglichkeiten, die man machen kann. Aha. Das sind halt die Zimmermannsblöcke hier, die du hier siehst. Und da kannst du einfach Sachen random draufpacken, was du gerne möchtest. Cool. Sehr hübsch hier. Ja, ne? Ja. Das wird der Bürgermeister hier oben, der Hochstand. Okay. Der immer ein Auge auf euch hat. Das war Spike. Oh, ich seh dich. Versteck mich. Hinter dem kleinsten Baum so. Plupp. Ich suche mir gerade irgendwo ein Plätzchen, wo ich mir ein Loch grabe. Was willst du mit dem Loch? Sprich. Aber nicht wie eine Toilette. Oh, ja, hier ist euer Garten. Zusammen. Wow, ist ja riesig. Ich will mal die Hexe besuchen. Krass. Das habt ihr auch mit Zimmermannsblöcke gemacht, ne? Richtig. Und da kannst du jegliches Ding kannst du draufsetzen. Also zum Beispiel dieses Weiße. Das ist hier Marmor. Wow. Ja, für einen Garten brauchst du schon ein bisschen viel Platz. Die Hexe hat's aber auch schön. Tja. Nicht so ausgereift alles. Oh, Teeblätter. Oh, cool. Ja, irgendwann werde ich bestimmt alles ein bisschen ändern, aber gut. Muss auch anpflanzen, ja. Teeblätter? Alle anfangen ist schwer. Auf jeden Fall. Wie gesagt, wir haben auch lange gebraucht, aber das Feld, was ich hinten fertig gemacht habe, das reicht nicht. Oh, okay. Ui. Da muss noch ein bisschen mehr gemacht werden. Okay. Ja, da gibt es ja so viele Sachen. Ui. Da muss ich auch noch Felder ansetzen, wa? Mhm. Es gibt ja auch Gewürze reichlich. Und du kannst ja später, dann kannst du dir richtige Mahlzeiten machen.
die originalhaft sind. Also, schöne leckere Burger. Oh, ich habe einen Schaf gefunden. Nein, was? Burgerbraten? Mhm. Lass du die armen Burger in Ruhe. Egal, die zahlen keine Miete. Deswegen. Gurken. Gurken. Die habe ich schon angepflanzt. Mit was kann man denn die Schafe denn anlocken? Mit was? Das ist eine gute Frage. Ich bin leider kein Schafexperte. Tja, ich muss ein bisschen größer machen. Bin gleich wieder da, ja? Ja. Also, so, das war weg, ja. Das dunkle Holz soll dahin. Achso. Was bist du, ein Fuchs, oder? Nicht erschrecken. Das ist nur der... Hier ist ja alles verbrannt. Ja, wie gesagt, wenn was verbrannt ist, und in der Mitte so ein komisches Ding hast, ja, das könnten die, ja, die Eingeborenen, nicht Eingeborenen, aber die Zeugen Jehovas sein. Ah ja. So. Bist du ein Schwein, ein Wildschwein? Bist du ein wildes Schwein? Du siehst nicht nett. Ist es wild? Hat's dich wild gemacht? Gegangen. Okay. So. Die. Das soll ja alles ein bisschen rustikal wirken. Ja. Was alles weg, ja. Ja, ich glaube, das ist ein schönes. Oh, eine Schlange. Die sind nicht nett, hast du gesagt. Nee, die können beißen. Und je nachdem, wem du begegnest, kann es passieren, dass du... ich muss gleich mal was gucken. Klar, ich mal. Das ist eine sehr lange Schlange. Es ist bestimmt sehr wie eine Schlange. So, kleiner Blick mal, Freunde. Wieder. Oh, ich hab irgendwas. Ach so, ich bin voll. So, jetzt sollte ich mir doch mal irgendwie was basteln, ne? Ein Unterstand. So, da bin ich wieder.
Die Musik gehört übrigens ein bisschen dazu, damit es ein bisschen schöner wirkt. So. Ja, doch, es geht. Ruckel, ruckel. Runter. Hast du gesehen? Ja. Oh. Das war nicht mit Absicht. Ja, das ist egal. Ach so. Na gut. Na dann. So. Ja, das kommt davon, wenn man zu hoch baut. Also gar nicht, ob rustikale Häuser so aussehen. Richtig. Aber ich denke mal, das passt schon so. Ich wieder da. Ich muss gerade mal was machen. Bin wieder da. Keine Hektik.